Hello! Wir sind heute beim zweiten Surprise Saturday. Hashtag Susa. Heute gibt es kein Handy-Spiel-Game. Und zwar spielen wir heute mal die Demo von Chris Tales. Ich fand, dass das Spiel unglaublich interessant aussah. Hab eh schon überlegt, es mir zu holen. Jetzt haben sie eine Demo auf Steam rausgebracht. Die werden wir heute mal anspielen. Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, los geht's! Chris Bell heißt sie, heißt deswegen Chris Tales. Attack! So fängt das Spiel aber nicht an, oder? Ich glaube, man wird hier gerade direkt einfach so reingeworfen. Oben hat man die Rundenanzeige. Ich würde einen Skill nehmen jetzt. You don't have any skills jetzt. Och, Mann. Defeated. Abgewehrt. Und Angriff. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Christopher! Mein Freund spielt mit! Schatz, da ist ein Charakter, der heißt Christopher! Braucht ihr alle? Ihr seid ja verrückt! Aber ohne Haar! So wie Crisio? Ja, genau! Liken und abonnieren! Attack! Okay, den einen haben wir! Victory! Boah, kann ich die Musik irgendwie leiser stellen? Alter Verwalter, ist das laut im Vergleich. Boah, die sehen richtig cool aus. How adorable. Can we keep them? Gally, we've talked about this. No more pets until... Till I stop murdering them! I know. I just wanna play. Bringt die immer ihre Spielsachen um? Ist ja eine kranke Dude-Frau. Ihr seht gerade gar nicht meine HP-Anzeige und sowas. Ich verschieb mich mal schnell. Kann ich jetzt? Ich habe immer noch keine Skills. Attack. Und Storm. Die, ja klar. Easy. Hat er einen Skill? Water. Okay. Und los. Wir können nichts ausrichten. Boah, ist ja schön. Welcome to Marim Tower. Ist der Kampf jetzt einfach so random vorbei? Oder kriegen wir jetzt gerade so einen Rückblick von ihr, welche Crystals gemeint sind? Wait, my Rose! Where are you? Chris Bell! Alter, das Verhältnis Stimme zu Musik ist ja wieder 1A. Aber die Designs sehen ja mal mega aus. Mother Superior sieht ja... Die ist ja hot, ne? Okay, wir haben jetzt keine Einstellungsmöglichkeiten. Did you prune the roses yet? I'm sorry, Mother Superior. It's just my rose. The frog, it took it. Der Frosch hat meine Rose gestohlen, meine Hausaufgaben gefressen. So, was ist unser Ausrufezeichen? Der 2D-Latschen hier, reden. Ja genau, so funktioniert das, Emilia. Wenn du jetzt alle Erdbeeren pflückst, dann wachsen nie wieder welche nach und du musst nie wieder Erdbeeren pflücken. Ach so, guckt mal, hier unten sind Rosenblätter, denen kann ich folgen, alles klar. Rede ich jetzt mit allen hier? Nö, ich laufe einfach nur den Rosenblättern hinterher, ne? Ich hoffe, der erwartet mich nicht in so einem Bett voller Rosen. Die sehen ja cool aus hier. Hallo, Miss Lana. I was looking for a yellow frog with a top hat. Of course you were. Natürlich hast du nach einem gelben Frosch mit einem Hut gesucht. Das ist sowas Alltägliches, ne? Da ist der Frosch. Der Kavalierfrosch. Hier sind wir in den Northern Fields. Die sehen... Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Boah, die Musik ist ein bisschen drüber, wa? Gut, Polly hat uns jetzt zur Kathedrale geschickt. Und da hinten sehen wir den Frosch. Alter Verwalter, das ist ja eine reine Rennaufgabe. Huh? What happens? Sieht ja schon geil aus. Es ist so 2D, 3D gemischt. Das hat ja schon mega was, ne? Sind das nicht wir? Guckt mal. Das sind doch 1:1 wir, oder kleiden wir uns einfach nur wie die? A rose was added to your bag. Wir haben die Rose wieder und den Frosch haben wir noch zusätzlich bekommen.
Boah. So many questions. Matthias the Frog at your service. Hallo Matthias der Frosch. Erinnert ihr euch auch so ein bisschen an das an so einen Hasen aus Alice im Wunderland? I suspected you had been chosen, my dear. It appears I was correct. You are the chosen one. Ihr labert ganz schön viel. Wir müssen irgendwo hin. Good to know. So, wir sehen jetzt hier Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig. Wie ihr seht, dann werden die älter und links wird die Dame jünger. Oh, guckt mal da links, der alte Opa. Und jetzt steht sie hier alleine, weil sie erwachsen geworden ist. Und da war sie noch mit ihrem Opa oder ihrem Papa zusammen hier. Und rechts ist die Mutter mit ihrem... Das Kind ist dann erwachsen. I'm dying a little bit inside. Jetzt sind wir klein und niedlich. Eine Overmap, alles klar. So, wo müssen wir hin? Das ist ja eine saugeile Idee mit den drei Zeiten gleichzeitig, ne? Open the door, you pompous child. We have important business. Idiot Frog. Ooh, he looks nice. You're a child. Manners. You're speaking to a revered time mage. So the gift to see possibility. Possibility? I thought it was the future. Incorrect. It is a possible future. Man kann die Zukunft nicht sehen, wie sie tatsächlich stattfinden wird. Man kann eine mögliche Zukunft sehen. Das habe ich mir schon fast gedacht, weil es ist einfach... Die Zukunft ist einfach noch nicht passiert. Also warum sollte man sie komplett so sehen können? Jetzt dürfen wir eine Pflanze einbuddeln. Ah, man sieht ihn nicht in der Zukunft. Was ist das? Er steht außerhalb der Zeit. Alter. Tell me, what do you see in the future? A tree. It's growing from the seed I planted. A glowfruit tree to be specific. Wir gehen jetzt zurück zur Schwester, zur Mother Superior und gucken uns an, was mit der passiert, wenn wir uns die über die Zeiten hier anschauen. Das sah hier eben noch anders aus, oder? Die Mutter Superior interessiert sich nur für eine Rose. Was heißt Mutter Superior übersetzt gerade? Gar keine Ahnung. Hey Google, was heißt Mother Superior auf Deutsch? Superior heißt auf Englisch überlegen. Überlegene Mutter? Mutter Oberin ist das auf Deutsch. Also sozusagen die oberste Leiterin des Heims ist das anscheinend. Okay, was ist denn unsere Aufgabe? Schon wieder den blöden Frosch finden? Ich glaube, der ist auf der Strecke geblieben. I thought it best not to upset your mother superior with the appearance of a talking frog. Kann schon ziemlich verstörend sein, so ein talking frog. Kann ich verstehen. Miller's house and the apothecary shop, they've been destroyed. Only in the future and only if you let it happen. Natürlich sind wir wieder dafür verantwortlich, dass in Zukunft alles gut ist. Können die Leute nicht mal ihren Scheiß selber klären? Die können auch selber checken, dass ihr Haus imstande bleibt hier, oder? Would have lost most of the town if the old apothecary hadn't brewed up a batch of green leaf tonic. Die Idee ist ja ziemlich cool, aber bisher ist es irgendwie mehr so ein Hin- und Herrennen. No, I can't. Someone tore the labels off of my mushrooms. Jemand hat die Labels von ihren Mushroom-Ampullen abgemacht. Ja, okay, das ist schon, ja, wenn ich mich dann vergifte, statt was Leckeres zu essen, ist nicht so geil. Mikro, aua, Arm. Tut mir übrigens echt leid, wenn die leider viel zu leise quatschen im Vergleich zur Musik. Ich kann daran echt nichts ändern, einstellen. Finde ich ein bisschen schade, aber naja. Press X to prepare a time hop, then press L to make Matthias hop to the past. Wir machen das hier so und dann da. Und jetzt ist Matthias gänzlich in der Vergangenheit. Oh Baby Matthias, ist ja Knuff. Gut, und jetzt müssen wir zurück in die Gegenwart. Die Kids, die spielen mit dem Sticker hier, die hier, oder? Kinder. Apropos, ich muss mich mal, wisst ihr, ich mache mich mal wieder ein bisschen weiter runter hier, wa? Kinder. I hate kids. Take things from stores. It could be dangerous. Alter, was sind denn das
für misserzogene Kinder, die in eine Apotheke gehen und da Labels von Medikamenten oder giftigen Flaschen abziehen. Wie schlecht erzogen sind denn diese Kinder? Er hat zurück zur Apotheke und ihr Scheiß zurückgeben. This might be a good time to ask her about the tonic. Do you know how to make green leaf tonic? Of course. Unfortunately, I don't have any glow fruit in stock. Natürlich brauchen wir dafür jetzt die glow fruit, die wir eben angepflanzt haben. Ask Magda by the cathedral. She knows the plants in the area. Warum müssen wir jetzt zu Magda laufen, wenn wir eine glow fruit angepflanzt haben bei dem Zauberer eben? Dann könnte ich doch einfach die Frucht aus der Zukunft holen. I know, habe ich doch gesagt. Ja, laber, laber, laber. Und jetzt gehen wir direkt zu Wilhelm. Ich habe es doch gesagt. Warum mussten wir dafür noch Magda fragen? Ist doch vollkommen unnötig gewesen. Ich hätte direkt die Glowfruit holen können. Reines Gequatsche und hin und her gelaufen hier. So, jetzt springen wir mit ihm in die Zukunft. Und jetzt haben wir den alten Matthias mit ein paar Flicken drauf. Och Gott, ist der süß. So, und jetzt zurück in die Gegenwart. Hier hast du deine Glowfrucht. So, wir haben jetzt Greenleaf Tonic. Das heißt, wir müssen auch noch uns selber entscheiden, welche Häuser wir damit machen und so. It's your shop. It has an ash blight infection. Für sie haben wir das ja ursprünglich gemacht, also machen wir das auch bei ihr, oder? Macht ja keinen Sinn, das jetzt irgendwo anders dran zu verwenden. Hätten wir das irgendwie irgendwem anders geben sollen? Ja, in der Zukunft geht's dem Haus jetzt besser. Das ist schön. Aber den anderen Läden geht's halt noch scheiße. Irgendein Haus brennt. Welches Haus brennt denn hier? Und, die Farms brennen. Alles, glaube ich, überlesen anscheinend. Schnell, schnell zu der Farm. Oh no, oh nein. Oh Gott, oh nein. Was machen wir denn dagegen? Run, girl. There's nothing you can do here. Statt dass wir jetzt selber helfen können hier im Kampf, müssen wir zu Wilhelm und Wilhelm drum bitten, dass der uns hilft. Okay, wir brauchen ein Schwert. Ja, wir brauchen ein Schwert. Okay, komisches Tor, komische Leere. Sieht aber cool aus. Oh, hat sich direkt unser Haar verändert. Unsere Haare. Wir treffen uns an der Kathedrale, alles klar. Und auf dem Weg dahin. Und los geht's. Wir kämpfen. Und das ist jetzt, glaube ich, der Eingangskampf. Und das war wirklich so ein kleiner Rückblick, wie wir an die Kristalle gekommen sind. Alles klar, ich verstehe. Da macht das ganze Jahr jetzt viel mehr Sinn. Das ist ja jetzt alles komplett rund. Ich kann jetzt meine Gegner in die Zukunft oder Vergangenheit schicken. Machen wir den in der Zukunft alt und gebrechlich. Dann können wir den leichter kaputt machen, habe ich die Hoffnung. Und der Gegner ist kaputt. Sehr schön. Das erinnert mich ein bisschen an Panty und Stocking, so optisch, ne? Jetzt kam der Dude dazu. Gut, unser Leben ist wieder voll und da haben wir die beiden. Ja, das Gespräch hatten wir schon. The future? What? Jetzt kommt bei ihm der Skill Water und sie macht jetzt Future Crystal. Der Schild ist jetzt nämlich rostig. Die sehen noch cooler aus als vorher, kann das sein? Oha, wie geil sehen die denn jetzt bitte aus? Attack und los und down. Und nochmal angreifen. Und jetzt greifen wir nochmal an. Und los. Und bam, bam. Wir kriegen die nicht down, ne? Dauert ewig. Wenn ich jetzt den Future Crystal breche, war wahrscheinlich ein Fehler. Dauert mir zu lang, der Kampf. Soll ich gerade verlieren oder so? Skill, Wasser, los. Die sind jetzt soaked und jetzt machen wir nochmal den. Alter, wie lang braucht denn das? Alter, es passiert nichts.
Wie lange soll ich denn noch mehrere Runden die gleiche Scheiße machen? Habe ich es endlich geschafft? Sie so zu langweilen, dass sie gehen? Nee, ihr könnt mir nicht genug dafür danken. Nee, ich habe schon ganz viel gemacht hier jetzt. Gegenseitige Beschuldigung, bla bla bla. Muss ich mich rechtfertigen, woher ich das Schwert kriege, gehabt habe, right? Und jetzt wollen sie uns einsperren? Alter, was zum Teufel? Okay, wir sind jetzt in der Kathedrale. Wir haben uns in der Kathedrale verschottet. Wir sind zusammen mit Wilhelm und Mother Superior hier. Schön, dass die Thank the Lady und nicht Thank the Lord sagen. Christopher sieht aus wie ein Digimon-Hauptcharakter. Braune, spitze Haare und eine Brille auf dem Kopf. Merciful Lady, watch over my Crisbel. Be safe, dear girl. Das war also die Demo. Ja, kurzes Feedback. Wie fand ich das jetzt? Also, Chris Tales soll eine Hommage an alte JRPGs sein und ich finde, das merkt man auch sehr. Es ist optisch wahnsinnig geil. Ich finde die Idee mit den drei Zeiten richtig, richtig cool. Die Umsetzung ist allerdings auch sehr JRPG. Das, was ich an JRPGs, wie oft habe ich dieses Wort jetzt hintereinander gesagt, immer sehr schwierig finde, ist, dass man permanent eigentlich nur von A nach B rennt und irgendwelche sinnlosen Quests macht. Du einfach 2 Meter weiterläufst und eine neue Szene startest, obwohl diese Szene von alleine hätte starten können. So eine Sache, das ist so richtig typisch JRPG. Das merke ich hier jetzt leider auch, dass es einfach reine Rumrennen-Aufgaben sind. Allerdings glaube ich, dass die Story eine ziemlich coole werden könnte, wenn das Spiel dann ein bisschen weitergeht und wir die Empress kennenlernen und wissen, was in der Zukunft passiert ist. Auf jeden Fall eine sehr coole Demo, könnt ihr gerne mal selber spielen, gibt's kostenlos bei Steam. Aber auf jeden Fall ein guter erster Eindruck von dem Spiel. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer Ersteindruck von Chris Tales ist, ob ihr euch das Spiel eventuell sogar holen werdet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nicht erst beim nächsten Surprise Samstag, sondern schon am Montag wieder, aber ansonsten natürlich auch jederzeit wieder zum nächsten Surprise Saturday. Und wenn ihr da eine Idee für mich habt oder irgendwas, worauf ihr Lust habt, was ich mal spiele an einem Samstag, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Lasst auch gerne mal ein Like da und über jeden neuen Abonnenten freue ich mich jetzt natürlich gerade in der Anfangszeit auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis denne! We'll be right back.